keine Ahnung, warum dieser Film so gefeiert wird. Zero Dark Thirty ist der Film über das Suchen und das Finden von Osama Bin Laden. Und das ist auch so schon ziemlich die ganze Story. Das Ganze geht 157 Minuten, in denen so gut wie nichts passiert. Nach ein paar interessanten Folterszenen am Anfang verliert sich der Film die meiste Zeit im ewigen Hin und Her, wer, wo und wann vielleicht etwas über Bin Laden gehört hat. Am Ende gibt's 15 Minuten Einsatz, wo Osama getötet wird und das war's dann. Der Film ist schrecklich langweilig und vorhersehbar. Man weiß sowieso, wie es ausgeht und die meiste Zeit wird nichts anderes gemacht, als dass Namen von Orten und Informanten abgespult werden. Na gut, ein bisschen Geschichte ist schon dabei. Junge CIA-Agentin ist auf der Suche nach Bin Laden, ein paar Freunde sterben bei Anschlägen, der Chef ist nervig, am Ende sind sie erfolgreich. Exakt das ist der Teil des Films, den man zu einer Geschichte hätte ausbauen können. Da die sogenannten Charaktere aber nichts anderes zu tun haben, als aufzusagen, wer wann wen wo gesehen hat, bleibt die Verbindung zum Zuschauer ziemlich gering. Am Ende des Films weiß ich nicht mehr über die Agentin als am Anfang. Sie ist eine taffe Frau und geht ihren Weg. Wow, das habe ich noch nie gesehen. Selbst in den Story-Elementen ist der Film absolut vorhersehbar. Oh, hallo Frau, die ich bisher nur vom Sehen kannte und die plötzlich mit der Heldin plaudern darf. Das ist ja schön, dass du so glücklich über den neuen Informanten bist, dass du über beide Ohren grinsen kannst und ihn nicht mal vorher durchsuchen lässt. Ich frage mich, ob die schwarze Katze was zu bedeuten hat, die kurz vor dem Treffen noch durchs Bild gehuscht ist. Der Film arbeitet alle Klischees ab, die man so kennt. Die Hauptperson entwirrt ein Geflecht aus Geheimnissen. Ihr Chef legt ihr dabei nur Steine in den Weg. Sie zieht trotzdem ihr Ding durch. Eine taffe Frau führt überhebliche Männer vor. Alle Amerikaner sind gut. Alle Araber, die nicht den USA helfen, sind Terroristen. Welcher Idiot hat eigentlich die übliche Regierungsverschwörung vergessen? Dem Film wurde von einigen Kritikern vorgeworfen, Folter zu billigen. Die Regisseurin meinte daraufhin, dass das Quatsch sei, weil Folter nun mal zur Geschichte gehöre und man sie nicht hätte weglassen können. Bullshit. Bigelow stiehlt sich hier aus der Verantwortung. Folter zu zeigen, ruft immer Reaktionen hervor. Das Ganze wird zwar durchaus negativ gezeigt, aber eben nur am Anfang des Films. Die ganze Jagd auf Bin Laden später basiert auf den Informationen, die durch diese Folter gewonnen wurden. Eigentlich hätte man das Ganze umdrehen müssen. Erst die erfolgreichen Ermittlungen zeigen und später klar machen, mit welchen unmenschlichen Mitteln diese Ziele erreicht wurden. So wie es zurzeit ausschaut, zeigt der Film, dass Folter zwar unbehaglich ist, aber am Ende zum Ziel führt. Ein kritischer Film über Folter wäre interessant gewesen. Ist es legitim, einen Menschen zu foltern, um Hunderten und Tausenden das Leben zu retten? Und so weiter. Diese pseudodokumentarische Jagd auf Bin Laden ist dagegen reine Zeitverschwendung. Was? Der ist als bester Film für die Oscars nominiert? Sind die denn total blöd?